75. Spielminute, erster Treffer von der FC Vaduz. Er zieht auf den Spieler mit der Nummer 17, Marco Mattis. Neue Spielstand, FC Wien 0, FC Vaduz 1. Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit beträgt mindestens 3 Minuten. Der FC Wien verliert in der Mastrede in der FC Vaduz. Hier zu einer ansprechenden Leistung mit 0:1 der Erfolg von Marco Mattis. Er führt schon vor Schluss. Meine Damen und Herren, trotzdem würde ich sagen, das macht Lust auf mehr. Im nächsten Heimspiel wird sich verbessern. Das ist dann in knapp 2 Wochen. Merken Sie sich schon mal, Samstagabend, 5. August, 19:00. Dann heisst es da in der IGP Arena FC Wien gegen den